Die Ärsche! Schnappt ihn! Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Arkham City. Wir waren auf dem Weg zu Mr. Freeze, um ihm Ra's al Ghuls Blut zu bringen. Ich wollte mir mal kurz das Gesicht von Brucey Boy angucken, wie es dem alten Flattermann geht. Na, man sieht es schon wieder, da tauchen schon wieder diese Venen auf. Das Lazarus-Zeug hat wie lange gehalten? Ein, zwei Stunden, wenn es hochkommt. Jetzt geht es wieder rapide bergab mit seiner Gesundheit. Okay. Hier findet ein Angriff statt. Spürt, wie alles den Bach runtergeht. Hilf zu jammern, Weichei. Du musst einfach nur das tun, was ich dir sage, klar? Komm ja nicht auf die dumme Idee, dich mit mir anzulegen. Ich habe Freunde hier drin. Ich bekomme das raus. Und dann werde ich dich jagen und dir deine Augen rausschneiden. Kapiert? Okay, okay. Bitte, tu mir nicht weh. Kann ich nicht garantieren. Ich tu's. Versprochen. Du musst mehr auf deine Umgebung achten, Junge. Zu glauben, dass du mich gerettet hast. Na gut. Jetzt aber ohne weitere Aufhaltungen. Nein. Ablenkungen. Wieso weiß das überhaupt jeder? Naja, egal. Ah, ein Informant. Hast du dir so gedacht, Freundchen? Zustand vermutlich ziemlich schwer fallen, dich durch die Straßen von Arkham City zu kämpfen. Ich muss dich nicht erst daran erinnern, dass du stirbst, oder? Es gibt dafür eine einfache Lösung. Hör auf, gegen diese Idioten zu kämpfen. Versuch was anderes. Töte sie. Nein, das würde gegen unseren Kodex verstoßen. Aber natürlich würde es die Sache einfacher machen. Komm zu Papa Fledermaus. So, aufpassen, dass er mich nicht sieht. Wir wollen ja nicht die nette Überraschung verderben. Drehst du dich bitte um? Für mich? Ja?
Danke. Ich weiß, dass du für Riddler arbeitest. Bitte, bitte tu mir nichts! Ich sag dir alles, was du wissen willst! War mir ein Vergnügen. Und der Baumeter. Hey, Bats! Jetzt spiel nicht den Schweigsamen! Es gibt nichts, für das du dich schämen müsstest! Du musst nur diesen Niemand-darf-sterben-Tick überwinden. Seien wir ehrlich, es ist viel einfacher, sie umzulegen, als sie mühsam am Leben zu erhalten. Nicht wahr? Ja, natürlich, aber im Gegensatz zu Joker haben wir natürlich unsere Prinzipien. Wir bringen niemanden um. Allein schon deswegen, weil wenn sie ausbrechen, können wir sie nochmal brutal zusammenschlagen. Muss mal drüber nachdenken. Das ist Recycling. Hier laufen so viele Informanten rum. Die schnappe ich mir kurz alle noch. Ich will Informationen über den Riddler. Ich tue nur das, was er befiehlt. Ich werde dir alles sagen. Vielen Dank. Immer schön, wenn die Leute kooperativ sind. Diese Dächer sind schon wieder ganz schön dreckig. Machen wir mal ein bisschen sauber. Kein Bock, dass mir irgendwer in den Rücken schießt, wenn ich hier lang fliege. Ah, gleich wieder eine Stufe aufgestiegen. Panzerung. Einfach, einfach, weil ich keine Lust habe, lange darüber nachzudenken, was ich mir hole. So, jetzt du. Was zum? Da bist du ja, Batman. Komm hier rüber. Batman ist hier. Komm du doch hier rüber. Riddler, rede. Oh Mist. Okay, okay, ich helfe ihm nur. Danke für die Hilfe. Das war verdient. Ich glaube, das waren alle. Was kann man hier machen? Das war so einfach, das musste jetzt einfach sein. Gar nicht. Das werde ich Harley sagen. Was?
Bist du taub? Quinn ist auf dem Weg hierher. Sie klang richtig sauer. Ich glaube, Joker geht es schlechter. Sie kommt her, um uns Feuer unterm Arsch zu machen. Und wenn sie fragt, wieso wir das Mittel für Joker noch nicht haben, zeige ich auf dich. Aber ich kann nichts dafür. Erzähle das nachher. Das ist ein Witz, oder? Sehe ich aus, als würde ich Witze machen? Ich lass mich nicht umlegen, nur weil du nicht mal einen Eiswürfel klein kriegst. Okay, halt sie hin. Ich krieg das Ding auf. Irgendwie. Na gut, aber vorher schnapp ich mir den grünen Heini hier noch. Da bist du. Zur Stadt. Get over here. Ah, das war auch eine Herausforderung gleich wieder. Ich weiß, dass du für Riddler arbeitest. Woher? Ich meine natürlich. Bitte, bitte tu mir nicht weh. Ich werde dir alles sagen. Daran habe ich nicht eine Sekunde gezweifelt. Interessant, dass je besser unsere Panzerung wird, unser Anzug immer verschlissen aussieht. Nein. Das ist natürlich von der Story so gewollt. Wenn Harley Quinn hier auftaucht, überlasse ich das Reden dir. Ich übernehme nicht die Schuld dafür. Ich versuch's ja, Mann. Na gut, wenn keiner von euch eine Knarre hat. Es ist die blöde Fledermaus. Hat die kleine Fledermaus Angst? Es geht. Eigentlich nicht wirklich. Das wird es. Na, dann kommt her, Jungs. Was ist denn das hier? Den wollte ich haben. Ich nehme dich auseinander. Ups. Du wirst hier sterben. Was ist denn los, Jungs? Meine Güte. Was willst du jetzt tun, Batman? Wir legen dich um, Fledermaus. So macht man das. Wieso tut ihr mir das ständig an? Scheint fast so, als würdet ihr euch jeden Tag beim Aufstehen überlegen, wie ihr mich am meisten enttäuschen könnt. Harley, wenn du im GCPD-Gebäude bist, dann knall ein paar von den Typen da ab, ja? Kein Problem, Schatzi. Falls von euch noch einer lebt, sofort zur Basis zurückkommen! Ermunternde Worte vom Oberclown. Und surfen. Ach komm. Meine Güte, der ruft doch immer im unpassendsten Zeitpunkt an. Mein Fleisch schreit, Batman. Wirst du mein Telefon finden? Oder werde ich meinen Spaß haben? Wo geht's lang? Los, schnell! Mann, mach hinne!
Ist wahrscheinlich wieder am anderen Ende der Karte. Zeit für einen kleinen Schub. Schaffen wir. Zielperson Batman verschwunden. Keinen Sichtkontakt. Das war knapp. Na gut. Und damit haben wir Zess lokalisiert. Aber vorher gehen wir noch zu Mr. Freeze. Wir haben auch noch einen Riddler-Raum. Das geht jetzt hier Schlag auf Schlag. Ist Batman hier? Strange hat ihn doch nicht eingesperrt. Naja, so ungefähr. Ups. Zum Glück sind wir flink unterwegs in der Luft. Leg endlich einen um! Töte, 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 töte! Ich sehe es in deinen Augen. Die Wut, den Frust, die Zeichen unterdrückter sexueller Gelüste. Sekunde. Hast du das nur, wenn du mich siehst? Ja, ja. Die Bromance. So. Rein da, endlich. Meine Güte, diese Ladebildschirme. Kann ich irgendwas machen? Nö. Thank you.
Kann ich hier noch irgendwas machen? Ja. Woher soll dieser Ra's al Ghul wissen, wie man den Clown heilen kann? Batman muss verrückt geworden sein. Naja, uns gehen ein bisschen die Optionen aus. Wozu habe ich das jetzt aufgemacht? Ah, okay. Wenn das vorbei ist, wird der Clown büßen. Und wieder eine nette Trophäe gefunden. Nochmal kurz Wasser lassen. Ich meine, wir sind ja schon ein paar Stunden unterwegs. Wie man den Clown heilen kann. Batman muss geworden sein. Oh ja. Ah. 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 So. Reißverschluss zu und weiter geht's. Wenn das vorbei ist, wird der Clown wissen. Na gut. Ich werde Nora nicht. Oh. Hier kommen wir, glaube ich, nicht durch. No. Das bringt nichts. Das habe ich gemerkt. Ich wäre sogar hier lang zu sprinten. Jetzt, da wir den Seilwerfer haben, können wir theoretisch dieses Rätsel lösen. Woher soll dieser Ra's al Ghul wissen, wie man den Clown heilen kann? Batman muss verrückt geworden sein. So, einer noch. Yes. Ich finde, das hat schon was gebracht. Jetzt habe ich nämlich eine Trophäe. Und in der nächsten Folge gehen wir da rein. Und dann heißt es Batman gegen Mr. Freeze. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.